und kommt dann wieder raus. Blickt sich erstmal auf dem Hof um. Ist der Dido Lockstein noch da? Ja, ist er. Und er steht an der Kiste. Steht an der Kiste. Beachtet ihr die Kiste? Er hat sie eben benutzt, du weißt nicht genau warum. Osko und er sind so ein bisschen draufgelehnt. Was sie da gerade getan haben, weißt du nicht. Dann. Ja. Weiß ich leider auch nicht ganz, was ich tue. Ich meine, ich gehe zu Brendigian hoch. Gemäßigten Schrittes. Ja, an der Leiche vorbei, die du vor ein paar Minuten enthauptet hast. Ich versuche, ich geflissentlich zu verdrängen. Hey, bist du gar nicht müde? Doch, aber will ihn hier nochmal fragen, ob er was zu rauchen hat. Ich hab nichts mehr. Auf dem Hinweg hat's doch noch was, oder ist das alle? Ich müsste das haben, das ist aber im Rucksack. Ach, Liegt vorne Scheiße. bei den Schlafunterkünften. Ja, ich schaue mich hier oben mal kurz um. Wie weit steht Brindisian denn von der Wache entfernt? Ja, Also. jetzt aktuell, wie er steht, 5 Meter. Also keine Chance auf ein unbelauschtes Gespräch. Wie sieht das Tor denn so aus? Aktuell zweiflügelig, geschlossen, mit Bronzebeschlägen und irgendwelchen Runen eingraviert, die dir wohl nichts sagen. Liegen irgendwelche Stangen rum oder so? Werkzeug Ja, vielleicht? du siehst so ein, das ist so ein Rohr. Hatte das Rodrigo nicht vor ein paar Minuten rumgekickt? So ein Pumpenrohr. Gut, da ich mich leider nicht mit Brindisian unterhalten kann, zucke ich enttäuscht mit den Schultern und gehe wieder weg. Gut. Ja, du siehst gerade, wenn du dich umdrehst, dass Perdido und Osko wohl in die Küche laufen. Die haben jetzt wohl ein bisschen Appetit entwickelt. Du weißt genau auf was. Hühnchenfleisch. Okay, ich Schaust habe noch einen Plan mal und ich. nach oben zum Ausguck. Da oben sitzt Geron. Oh, einer von den beiden muss es zumindest sein. Welcher genau, weißt du nicht. Und ja, Aurelio irgendwo am Tor. Welcher genau von den beiden weißt du nicht. Zumindest nicht auf den Fern. Ich habe einen Plan und ich kann ihn niemandem mitteilen. Jedenfalls Wer dreht denn sich zu dir Jalan um. Was läufst du hier über den Hof rum? Ich hab was zu rauchen gesucht. Bin schon auf dem Weg. Also weg, meine ich. Oh, begib mich erstmal wieder in meine Hütte. Auch ab und an mal aus dem Fenster, wie es auf dem Hof aussieht. Warte Alles erstmal noch ein ruhig. wenig ab. Ist ein bisschen dunkel geworden. Also ein paar Fackeln, die jetzt auch angezündet worden sind, sodass das alles in ein schummriges Licht getaucht wird. Die Wände glitzern so ein bisschen. Ist das Endurium, was da eingearbeitet ist, oder das Gold? Ja, und ich warte erstmal auf Bewegungen des Endurium-Chor. Ich möchte die gern in der Mine sehen. Hoffe, dass die Zeit mir gnädig ist. Hey, Tiangramund. Ja. Was machen die anderen jetzt eigentlich? Die gehen um was jagen, oder? Was gehen die jagen? Skretschu, Hexenwesen. Die sitzen da oben in den Bergen. Sagt zumindest die anderen. Ich habe die noch nie gesehen, aber das soll wohl. Also, Perdido sagt, das ist Konkurrenz. Ab und zu greifen die mal an und die haben sich auch wohl hier mal eingeschlichen. Die können sich wohl als Menschen verkleiden, sagt er. Und Scheiße, das heißt, jeder könnte so ein Echsenmensch sein, oder was? Ja, vielleicht auch du. Deswegen Ja, legen die das vielleicht hier auch hin. ich. Scheiß Echsen. Ja, die kannst du erkennen. Die sitzen dann meist, wenn es abends dunkel ist, dann sitzen die am Feuer und wärmen sich ihre Pfoten. Ja, obwohl es überhaupt nicht kalt Warum? ist. Warum? Wie, warum? Naja, weil denen kalt ist, aber uns nicht. Ach so. Ich meine, so nach dem Regen, dann kühlt die Luft ein bisschen ab. Ach, Ich das meine, ist, ich meine. die mögen keine Kälte. Nee. Alles Aber dann klar, kannst du ja ja. erkennen. So sehen so aus wie Menschen, haben sich verkleidet oder so, eine Haut übergezogen. Ich habe keine Ahnung, hab die noch nie gesehen. Aber der Dito sagt, wenn du so Typen am Lagerfeuer sitzen siehst und das ist eigentlich total warm und schwül, dann kannst du mal ein zweites Mal hinkommen. Alles klar, guter Trick. Wenn die Guter sich Tipp, langsam Isabel. bewegen, so wie in Zeitlupe, dann. Ja. Schlägst du dir mal besser den Kopf ab. Meistens verwandeln Meistens sie sich dann verwandelt. zurück. Wenn nicht, dann. Naja, dann eben nicht. Dann war es halt ein Mensch. Ja, da kann man nichts machen. Boah, kann man nichts machen. Hätte auch mal aus keiner sein können.
Ja, du kannst sehen von deinem Posten aus, wie Agrippalik mal runtersteigt und ebenso dann wie du zum Pissen hinter die Scheune geht. Rodrigo fragt mal, wenn er runterkommt. Na, wohin? Pissen, Mann. Ah, ist klar, viel Spaß. Ey du, wie ist da oben die Luft? Fragt man mal so Richtung Geron. Man ist ja nicht sicher, ob das Geron war oder nicht. Wir tragen ja alle gleichzeitig Rüstung. Ja, du erkennst ihn an seinem An Akzent. der Stimme wahrscheinlich. Hier da oben alles gut. Ah, ist klar. Ach, du bist das. Dein Akzent habe ich schon mal gehört. Ist klar. Ja. Tulambi, spuckte Tyakramund einmal aus. Ja, was? Was? Ich bin auch halb Tylamide, Ja. Egal, gute wer ihn gleich Hälfte. anwirbt, der wird das schon wissen. Natürlich weiß er hat. Was Möchte passiert eigentlich irgendjemand über. einen Schicksalspunkt ausgeben, damit die Endurium-Garde sich in die Mine zurückzieht? Ich möchte, aber ich kann nicht. Warum? Die können ruhig da stehen Gut, dann bleiben sie da stehen. bleiben. Hör mal! Möchte sonst jemand einen sponsern? Also aus deinem Plan sieht vor, dass die, dass sie ja drin sind. Gut, Und dann dann können wir passiert das eben uns nicht. hoffentlich, dann können wir uns hoffentlich hier verziehen, bis die wieder draußen sind, wenn die Scheiße losgeht. Ja, hier komm, du kannst mein Chippy haben. Das fände ich jetzt doof, wenn wir das nicht umsetzen. Ja, dann nach kurzer Diskussion kann Yalan sehen, wie sich die drei wohl in Richtung Mine bewegen. Und dann einmal Tagunigor zunicken, der öffnet dann das Tor und die verschwinden. Derweil stöhnt Wascher unten auf, hat sich wohl das Fußgelenk einmal angestaucht, aber es ist nichts Ernstes und sitzt jetzt da mit dem Rucksack mit dem Durium um. Immer noch unten. Ja. Ich möchte mich mal umgucken, wenn ich da jetzt weiterlaufe, ob ich irgendwo eine Felswand finde, die A besser zum Klettern geeignet aussieht oder B irgendwo was finde, wo es ein bisschen flacher hochgeht oder sonst irgendwas. Also ich möchte mich einfach mal ein bisschen umgucken, wie so rumlaufen. Ich habe aber Zeit. Ich weiß ja nicht, was sie da treiben. Ich habe nicht mitgekriegt, dass sie irgendwie rausgehen wollen, jagen oder was weiß ich was. Ich habe gar nicht so viel mitgekriegt. Ich laufe einfach nur Stimmt. so Ja, du rum. kannst eigentlich nach Osten oder nach Westen abbiegen. Du kannst es Ja. ja sehen, wie dieser Gang verläuft. Im Osten von hier ist dann die Brücke, da kommst du eben wieder direkt am Lager vorbei. Ich Glaubst gehe wohl nicht, dass. darüber. Ja, also du glaubst in der Dunkelheit wohl nicht, dass sie dich da sehen unten. Aber das ist auf alle Fälle die sinnvolle Alternative. Und du beginnst mit deinem langen Marsch durch diese Kluft. Perfekt. Ja, bei Ephadaios bzw. dem Unteroffizier Jalakin ist das Problem. Ja, du gehst weiter, weiter, bist dir nicht ganz sicher, wie lang und warum man das dann auch noch abends oder nachts macht. Es sind wirklich wenig Geräusche zu hören, also keine Affen, die herumschreien oder Insekten, die normalerweise im Dschungel ja hier beheimatet sind. Du hast das jetzt schon etwas länger mitgemacht. Und dann kannst du das Rauschen von Wasser hören. Vielleicht ein kleiner Wasserfall, der hier nach unten fällt oder so. In einiger Entfernung, aber du kannst ihn schon hören, denn das ist so das einzige Geräusch, was es hier gerade gibt. Neben dem Rascheln der Stiefel durch das hohe Gras und durch den Farn. Du merkst aber auch, wie deine Kopfhaut leicht anfängt zu prickeln. Der Mond hat jetzt in den letzten paar Tagen ja, etwas zugenommen. Blickst noch einmal nach oben. Fast Vollmond. Der Schweiß läuft dir langsam am Helm herunter, obwohl du gar nicht so sehr angestrengt bist von diesem Nachtmarsch, sondern eher von dem Schein des Mondes, der dich einnimmt. Hier ist das noch auf einem Pfad, den wir, als wir mit unserem Tross angekommen sind, entlang gegangen sind? Nee, ihr seid dann Okay. relativ bald in Richtung Osten abgebogen, weiter rein, hoch in die Berge. Und das ist auf gar keinen Fall irgendwie eine Strecke, die ihr dann schon gekommen seid mit eurem rumpelnden Karren. Du weißt nicht genau, wo du bist, einfach es ist recht steil, also einfach die Berge hoch zurzeit. Okay. Und wenn ich in die Richtung gucke, gehen des Wasserrauschens, ist dort noch Unterholz oder Dschungel?
Ja, definitiv. Also der Dschungel ist hier an sich sonst sehr normal. Also maraskanischer Dschungel, hohes Farn, hohe Bäume, noch höhere Tropen, maraskanische Bäume, die alle sehr, sehr rot sind oder leicht gräulich auch. Ja, Ich nehme. aber es sind keine Tiere da. Das ist wohl das Einzige, was sonst dich stört. Ich nehme an, wir sind in einer lockeren oder losen Formation unterwegs. Genau, ihr habt dann ebenso, wie du es schon gelernt hast, das Schützenrudel eingenommen, sodass ihr da dann versetzt nebeneinander geht. Dann lege ich meine Hand mal bei Hock auf die Schulter und werde etwas langsamer mit dem Schritt, dass wir halt hier so zurückfallen. Alter, du stinkst. Das seid ihr auch hörbar, Jan. Aber du stinkst wirklich langsam. Dann schaue ich nach vorne. Ich weiß nicht, werden die auch langsamer oder halten sie dann auch an? Also dadurch, dass er in der Schützenreihe geht, ja, zwangsläufig werden die hinteren, die irgendwo hinter dir sind, dann auch langsamer werden und dann gibt es auch irgendwann kurzes Pfeifen von denen. Nicht wirklich Vogelpfeifen, aber ja, kurze militärisches Pfeifen, sodass dann die anderen sich einmal umgucken und dann wird alle gehen in eine Halteposition und alle verfallen dann auch in dieses Knien, was euch auch schon beigebracht worden ist. Also hier steht dann niemand planlos herum und spielt dann irgendwie Ziel, sondern die gehen alle irgendwie in so einen Busch rein und drücken sich dann da rein, damit sie dann verborgen sind. Tut mir leid, Mann. Ich kann das einfach nicht. Ich meine, ich habe mich hier auch freiwillig gemeldet und alles, aber das ist Keine das. Sorge. Ruhig wir. Wir nutzen das jetzt zu unserem Vorteil. Schwarzer Bruder! Zeichen einer gedämpften, aber schon Stimme, dass das halt die nächsten Meter und alle Kamortgardisten erreicht. Schwarzer Bruder, komm mal her! Ich hoffe, dass sich Mopane angesprochen fühlt. Der schaut sich einmal um zu den Leuten Ritten und dann kommt er so ein bisschen an dich heran und hockt sich ebenso. Genau. Einen Moment, ich husche einmal zu Paracelsus vor. Also, so wie der sich eingesaut hat, der lockt hier nur noch die Tiere aus dem Wald an. Ich weiß nicht, ob die Samurai-Gin. Hier läuft auf jeden Fall ordentlich was rum, was auf Geschlechtengeruch reagiert. Der soll sich mal eben ein paar Blättern hier aus dem Wald sauber machen. Ich würde mitgehen und meinen schwarzen Bruder mitnehmen. Wartet ihr hier einen Moment? Wir können da vorne beim Wasserfall halt machen. Was hältst du davon? Ist hier schon mal längs gelaufen. Kommen wir beim Wasserfeuer vorbei. Naja, ich weiß nicht, wo wir sind, aber wir hören ihn doch. Muss ja irgendwo Wasser in der Das. Nähe sein. Ja, aber ich glaube, da müssen wir hier querfeldein durch den Dschungel. Also. Querfeldein, es gibt hier keine Wege, Mann. Ja, hier, wir trampeln. Aha. Ja, der soll sich erstmal hier mit Blättern sauber machen. Ich hab letztens an so einer Wasserstelle. Ja, das war keine Schildkröte, das war. Also, boah, das hat 2 Meter Zunge. Also, ein dunkles Wasser. Sollten wir vielleicht nicht rangehen. Okay, ja, schaut nochmal auf deinen Rang, Unteroffizier, ja. Dann nimm dir, wie heißt der? Das ist ja schwarz. Du meinst hier unseren schwarzen Bruder? Nein. Der sich eingesaut hat. Ok. Ja, dann nimm den mit. Gehst du in die Richtung. Was du machst, du läufst immer von Baum zu Baum, dann weißt du, wo du sitzt. Und so kommst du auch wieder zurück. Immer von Baum zu Baum laufen, ja. Orientierst dich daran. Alles Ne? Nicht klar. einfach wie gerade durchpirschen, sondern legst deine Hand an, laufst los. Ungefähr in diese Richtung. Ich sag mal 300, sagen wir 200 Meter. Muss irgendwo das Wasser sein. Nimmst du ihn mit. Wir warten kurz hier. Ja, ich hab doch gerade eben gesagt, dass oh, mit dem Wasser. Na, okay. Wie du meinst, alles klar. Wir beeilen uns. So. Dann, Bruder, komm mit. Und er geht vor und macht halt genau das, wie beschrieben, mit den Bäumen und da halt immer langsam von Baum zu Baum. Und ja, sobald wir dann da irgendwie 20 Hey, Meter im Wald sind. Junge, Unteroffizier, ein Dreh nimmst mich du mit. um.
Lass den Schwarzen hier. Alles klar. Er schaut dir so ein bisschen flehentlich hinterher. Nick ihm zu und schau in die Augen. Das wird schon. Lass uns nicht allein. Murmelt ihr den noch zu? Nein. Reiht sich wieder ein, zusammen mit den anderen. Man kann es auch sehen, wie sein Helm oder sein Blick dann in Richtung von Potro und Dynar geht. Das sind wohl die einzigen beiden, denen er dann weiterhin vertraut. Ja. Also wir gehen das dann halt da vorsichtig in den Wald. Also pass auf, Hock. Gleich machst du dich aus dem Staub, versteckst dich irgendwo auf der anderen Seite von dieser Wasserstelle da oben. Und ich werde so tun, als wenn du desertiert wärst. Ich werde zurücklaufen und den Leuten erklären, dass, oder anderen Unteroffizier, mit meinen Leuten versuchen möchte, dich zurückzuholen. Also damit wir das hier unter uns regeln können. Ich hoffe, das klappt. Wo soll ich mich da verstecken? Beim Wasser oder soll ich weiterlaufen? Soll ich in die Bäume rein oder? Also ich kann klettern, oh. Ich bin Matrose, aber was soll ich machen? Du musst mir das sagen. Pass auf. Versteckst dich irgendwo an einer guten Stelle, 50 Meter um die Wasserstelle herum. Irgendwo, wo du ein gutes Versteck findest, aber noch entweder einen Blick aufs Wasser hast oder Geräusche hörst. Oder bleibst du. Und nachher, wenn sich alles beruhigt hat, werde ich irgendwas in das Wasser werfen, irgendein komisches Geräusch oder so machen im Wasser. Und das ist dann das Zeichen, dass du rauskommen kannst zum Wasser. Okay. Okay, ich vertraue euch. Ja. Gut. In die Richtung, er schaut dich an. Ja. Und dann gehen wir halt zusammen in Richtung von dem Wasser. Okay, dann lauf mal. Gib dir noch ein Minütchen. Ja, vor dir kannst du einen ziemlich hohen Wasserfall erkennen, der da sich nach unten ergießt. Die Berge, hier muss es wohl eine größere Quelle geben und hier ist ein kleiner See entstanden, der nicht wirklich als Fluss weiterläuft, aber ziemlich klares, schönes Wasser, was sich dann auch im Mondenschein spiegelt. Und du blickst nach oben, du blickst nach unten auf die Wasserfläche. Der Mond, der dich weiter einnimmt. Wir schauen aber erstmal, was Jalan macht. Ja, wenn Jalan das sieht, kommt er erstmal wieder raus. Guckt sich die Tür zu der Küche an. Guckt sich die Holzkiste an. Und denkt kurz drüber nach. Er hat ja für die Notaufstände eine Aktion erlebt, wie lange ihn diese Kiste wohl aufhalten würde, wenn sie im Weg stünde. Und geht dann weiter. Kurz zu Brindisian hoch. Tritt noch meine ran. Alrik, ich hab deine Raucher gefunden. Ich hab gedacht, ich bring sie dir mal. Oh, danke, Bruder. Tritt ganz nah an ihn heran, flüstert leise. Halt dich bereit, es geht gleich los. Und ja. Gibt ihm seine Gürtel schon alle im Grunde in die Hände, weil er sonst nichts hatte. Ja, Brindisian nimmt das und steckt es irgendwo weg. Irgendeine Tasche. Einen Moment. Würfel mal Taschendiebstahl in die Box. Könnt ihr meinetwegen gerne beide machen. Oder ihr dürft eine Fingerfertigkeitsprobe machen, wenn ihr keinen Taschendiebstahl habt. Um die Schnalle so gut wie möglich zu verbergen. Ich hätte Gaukeleien, geht das? Gaukelei geht auch auf alle Fälle, ja. Lass ich zu. Ist das ein Körper? In die Box, oder was? In die Box, bitte. Und von Jalan. In die Jalan von, Gesellschaft, glaube ich. Taschendiebstahl? Wirst du, glaube ich, nicht haben. Körperlich, D-Talent. Körperlich. Habe ich nicht, okay. Gaukelei ist natürlich auch okay. Kannst ja auch irgendwas anderes ausdenken, aber ansonsten ist das Fingerfertigkeit. Wie gesagt, ihr sammelt weiter Punkte an. Ich meine, kann ich auf Körperbeherrschung ausweichen? Nee, Körperbeherrschung nicht. Ja, dachte ich mir. Kannst meinetwegen auch dreimal Fingerfertigkeit reinschmeißen. Wenn dir einmal nicht reicht. Nee. Bei unter 10 ist der Schnitt vielleicht nicht so gut. Ja, alles klar. Du schiebst ihm halt die Gürtelschnelle zu. Der Blick von Tagunigor ruht dann auf euch beiden. Da lässt sich aber nichts anmerken. Oh, wir sind so am Arsch. Komm ich zum Wachturm runter. Mhm.
Ja, du erschreckst kurz, als Agribal-Rick gerade von hinter der Scheune abkommt und klopft sich einmal noch kurz auf den Arsch. Du zuckst kurz zusammen. Scheiße, das ist nicht Rodrigo, das ist auch nicht Geron. Warum hat er sich gerade auf den Arsch geschlagen? Ist das das Zeichen für Kasim? Du guckst kurz in Richtung des Waldes. Kein Eisball, der explodiert. Oder grüßt er dich Einfach. einmal? Wischt kurz seine Hand an deiner Rüstung ab, an der Schulter. Geht dann weiter. Moment, kann ich sehen, was er für einen Rang hat? Ja, kannst du. Und was hat er? Würfel mal Kriegskunst, das ist dunkel. Kannst du offen würfeln? Habe ich 12 Punkte, kann ich mir die Erfolge kaufen. Oh, okay, Ja, verbockt. es ist dunkel. Er hat irgendwie so ein U, aber du kannst nicht erkennen, ob es voll ist, ob das ein Unteroffizier oder Stufz ist oder ob er da auch irgendwie Zeichen drauf hat. Also, könnte auch ein Feldwebel sein oder ein Oberfeldwebel. Bist du nicht ganz sicher, ist zu dunkel. Ja, geht an dir vorbei. Was, Das hast ist du was jetzt nicht gesagt? spannend. Nee, nee, nein, nein, nein. Gut. Knurrt er dich an und steigt die Leiter wieder nach oben. Das war nicht Geron und das war nicht Rondri. Gut. Ja, im Gegensatz zu mir war er nicht so schlau, eine Laterne mitzubringen. Ich wende mich nochmal kurz zum Turm hoch. Geron, bist du da oben? Ein Helm schaut nach unten. Kannst du mich unten gleich mal anpacken? Ich habe nichts mehr zu rauchen. Ich muss mir von dir was leihen. Und ich will jetzt nicht die scheiß Leiter hochklettern. Du hörst das Knurren von Agri-Balrik. Komm halt hoch. Ach Wir komm sind schon, auf Post. Mann. Wir sind auf Post. Du warst auch gerade pinkeln. Willst du mir jetzt meinen Job erklären? Jo, ist Hör mal gut, ich zu, komme du hast. hoch. Hör mal zu, du hast dienstfrei, ja? Und wenn du meinst, du musst nicht pennen, sondern pissen und irgendwas kiffen, dann kannst du halt auch hier oben deine Dinge erledigen, aber wir sind auch nicht so frei wie du. Machen wir erstmal die Hose wieder zu, ohne Gürtelschnalle. Hänge meine mitgebrachte Laterne da an einen Haken. Klettere. Komm hoch. Mh, eins der Rinder mutig an. Wieder dein Blick in Richtung Dschungel. Wenn Kasim jetzt den Eisball zünden würde, würdest du ziemlich kalt werden. Packe ich mir Geron und schmeiße ihn aus dem Turm. Aber bevor das passiert, komme ich erstmal oben an, gucke ihn an. Hast du jetzt was zu rauchen oder bin ich umsonst hier auch geklettert? Sich aus wie einer von den Aufständlern. Ja, scheiße. Also in welche Richtung guckt gerade Agri-Balrik? In deine Richtung. Ja, hast mich jetzt ganz sonst hier hochklettern lassen. Hättest du nicht sagen können, nee, ich hab nix. Ja, was willst du jetzt von mir? Mann, wir sind auf Posten und wenn du irgendwas schmökern willst, dann gehst du halt nach draußen in den Wald, reißt dir irgendein Kraut ab und das wirst du in deine Pfeife stopfen müssen. Okay, ich sprach eigentlich mit Geron und nicht mit ihm. Ja, das ist ihm egal. Er Okay. fühlt sich angesprochen. Ja, soll ich einfach so in den Wald rausmarschieren? Ja, und? Hast du Angst vor draußen vor dem Wald? Wird halt nicht in die Fallen rein. Kannst ja auch mal in den Taschen von den Bühlen. Siehst du gerade, wie er nach unten auf die Leichen deutet. Vielleicht haben die Idioten ja auch da unten noch irgendwas in ihren Taschen. Paddy, du hast die halt nur zerstückelt. Du glaubst, ich käme nicht zurück, oder? Du glaubst, da draußen sitzen die Drecksmaraskaner, die mich sofort zerhaken. Interessiert mich nicht, Mann. Wenn du meinst, du musst in deiner freien Wache da rausrennen und du wirst halt erschossen, dann ist das halt dein Pech. Das wollen wir noch mal gesehen haben. Da war ich wieder runter. Sag mal, Diakramund, was muss ich eigentlich machen, dass man abends hier einen Schluck Alkohol bekommt? Außerhalb des Dienstes. In der Freiwache. Ja, Freiwache, ne? Also, wir haben jetzt dank euch die neuen Fässer bekommen. Das Ja, Bier ist genau. halt nur für die anderen, aber naja, von dem harten Alkohol kriegen wir halt auch was, wenn Perdido sagt, wir haben uns guten Tag geleistet. Und Na, für die gut. anderen? Also, das Endurium-Korps kriegt nur das Bier oder was? Ja, genau, das Bier ist für Perdido und seine Männer und der Rest von dem Alkohol, den dürfen wir auch nochmal zulangen. Weil das Wasser kannst du ja nicht trinken. Ja. Also zumindest nicht so. Wir haben ja die Brunnen gebaut, weil
Naja, wir hatten teilweise nochmal eine Quelle irgendwo außerhalb, hat er gesagt, aber da waren die Maraskaner ganz schnell und haben dann die Hälfte vergiftet und deswegen hat er dann hier selber Brunnen bauen lassen. Und die Brunnen, aber das Brunnenwasser kann man nicht trinken, hast du gesagt? Ja doch, das Brunnenwasser kannst du trinken, das schmeckt halt scheiße und abgestanden, aber ich weiß nicht, ob da irgendwie ein bisschen Metallen oder sowas dran ist. Ja, ist zumindest nicht so gut, wie wenn du es in der Stadt trinkst. So auf dem Fluss. Ja. Fluss. Ist klar. Was ist denn eigentlich für eine Turmkletterei hinter uns? Was soll denn das? Gerne rauf und runter, was ist hier los? Ist hier immer so viel los? Ja, er dreht sich dann mal in Richtung Jarl und der klettert gerade runter. Scheiße, ich nehme an, ihr habt auch nichts zu rauchen. Warte, ich kann ihn nicht verstehen. Ihr habt auch nichts zu rauchen. Nee, aber nicht. Pisse. Ich stehe mir die Füße im Bauch. Scheiße. Pass auf, ich gehe raus und plündere die Leichen und gucke, ob die was haben. Wenn die auch was haben sollt, kostet euch das hinterher. Ja, komm, und dürfen wir hier irgendeinen rauslassen? Ist ja auch gestattet. Also, wir dürfen nicht raus, aber wenn die Freiwache meint, er will halt raus, dann soll er halt machen. Scheiße. Schaut auf die Abzeichen. Ja. Oder Weibel, dann mal viel Spaß. Andrigo macht einen Schritt zur Seite. Ah, ich gehe raus. Einige Schritt bis hinter die Brücke. Hebe meine Laterne hoch und schwenke sie erstmal so, als wollte ich mir meines Weges gewahr werden. Ja, neben dir die Schatten der Boronsräder, die sich unheilig in alle Richtungen abstrecken und die Leichen, die daran gebunden sind. Ja, ich zucke dann auch zu meiner rechten Seite, als wäre ich vor dem Boronrad erschrocken. Nur einen Schritt zurück und gebe vor meinem Körper, so dass man es von hinter mir nicht sehen kann, ein Attackzeichen in Kasims Richtung. Schickt einen Boten. Schickt einen Boten? Einen Boten. Oder einen Läufer, irgendwas in der Richtung. Ja, okay. Und dann gehe ich erstmal gemächlich den Weg gekommen sind, wieder in den Dschungel hinein. Damit ich erstmal aus der Sichtweite bin. Stehe die Laterne ab und gehe einige Schritte außerhalb des Lichtbereiches. Du willst also den ganzen Weg hier sozusagen komplett runtergehen? Ja, bis dahin, wo die Leichen sind im Grunde. Stehe die Laterne ab und gehe ein paar Schritte auf die Leichen zu, damit man mich nicht mehr im Lichtschein sehen kann. Und warte darauf, dass ein Bote kommt. Auf was für einen Boten wartest du jetzt? Hoffentlich auf einen von den Samurajins, die Kasimirs losschickt. Ja, was glaubst du denn, was die machen? Wenn wir reden? Ich hoffe, er sagt ihnen auch, wer ich bin. Sonst bin ich jetzt gleich tot. Ja, also ich wollte gerade sagen, da steht jetzt ein Kammergardist in voller Rüstung draußen und durchwühlt Leichen oder steht halt neben den Leichen. Was glaubst du denn, was die jetzt anderes tun, als einen Sturmangriff auf dich zu machen? Ich hoffe durchaus, dass Kasim denen Bescheid gesagt hat. Und wie gesagt, sonst bin ich jetzt am Arsch. Hey, da brauchen wir den kleinen Chippy schon vor. Würfel mal versteckt auf Attack. Dann schaue ich mir das gleich mal auf dem Remote an und dann... Hat er unser Magier Attack? Das muss ich auch nachgucken. Wenn der Magier nicht Attack hat, dann weiß ich das bestimmt, dann sag mir das bitte. Dann berichte ich gucke mir das gleich an. Wir machen weiter mit entweder Brindigia oder mit Wascha. Ihr könnt euch halt aussuchen, ich weiß gerade nicht, wer was tun will. Bei Wascha ist halt das Problem, sie läuft jetzt sehr lange und Brindigia, die hat halt irgendwie vorne Postenposition. Du musst mir sagen, wie lange ich laufe, ne? Also je nachdem, wann ich halt was finde. Also ungefähr, ich sag mal, 10 Minuten läufst du dann durch diese Spalte, bis ich die dann langsam erhebe. Und dann stehst du wieder neben dir Berg und auf der anderen Seite Dschungel. Da könntest du dann dich dann wieder in den Dschungel pirschen. Wäre vielleicht auch eine gute Stelle, um jetzt das Durium zu verstecken, wenn du das machen willst. Denn diese Stelle findest du auf alle Fälle wieder, weil das ist jetzt sehr, sehr offen. Also hier, wo jetzt das abflacht, du hier hochkommen kannst. Wäre eine Möglichkeit. Die Frage ist halt, ist es so offen, dass es auch jemand anders finden könnte? Je nachdem, wo oder wie du es versteckst. Also hier kannst du auf alle Fälle eine Stelle finden, die dann nur für dich einsichtig ist. Ne? So, das geht schon. Wir sind ja auch. Weil darum geht es ja. Ich will es ja nicht so verstecken, dass ich dann sage, sorry, ist jetzt futsch, ne, Leute. Also hier, das ist eine gute Stelle. Okay. Ja, dann würde ich das so machen. Kasim hat Attack. Ich würde mir auch ziemlich viel Zeit dazu lassen, weil ich habe jetzt gerade die Zeit und bevor ich das halt irgendwie schlampig mache, also selbst wenn ich dann eine Stunde rumbuddel und irgendwie dann auch Ästchen drüber mache und was nicht, so dass es vielleicht natürlich aussieht, also wirklich sehr gut versteckt. Das wäre das Wichtigste. Ja, kriegst du auf alle Fälle hin. Okay.
Musst du da halt eine kleine Stelle suchen, die dann passt, weil du hast halt kein Werkzeug dabei, sondern nur ein Dorium. Aber du kriegst das auf alle Fälle in der Zeit dann vergraben, das ist gar kein Problem und das findest du auch wieder. Okay.